Hallo! Hi zusammen! Herzlich willkommen bei den Dice Brothers, dem YouTube-Kanal von Blockspiele.de. Heute wieder mit dem Yogi und dem Dan. So, und ich möchte heute den Dan einfach mal eingangs was fragen. Und ich hoffe, du wirst mir diese Frage beantworten können. Da bin ich ja mal gespannt. Dan, wo ist bitte Umtata? Wenn du mich so fragst, wer unser Regalplatz gesucht im Februar, März gesehen hat, der weiß, dass ich Umtata in der schönen Stadt Lübeck gefunden habe, in der Hansestadt. Nämlich, jetzt wollen wir euch auch nicht weiter auf die Folter spannen, der Dan hat aus seinem Ostseeurlaub, wo bitte ist Umtata mitgebracht? Ja, deswegen also hat der Yogi auch die Frage gestellt. Ja, aber die Antwort liegt Umtata wirklich in Lübeck? Und je nachdem, wie die Frage weitergeht und wie die Hinweise sind, kann es vielleicht in Lübeck liegen. Liebe Lübecker, beantwortet doch mal bitte die Frage in den Kommentaren. Kennt ihr einen Ort in eurer Stadt, der Umtata heißt? Obwohl, nein, wenn wäre ja Lübeck das Synonym für Umtata. Ich frage mich auch ernsthaft, ob ich wissen wollen würde, welcher Ort in so einer Stadt Umtata genannt wird. Ich lasse mir das. Egal. Nicht so wichtig. Ja, um was geht's? Also es ist ein lustiges Ratespiel, Wissensspiel, wie auch immer. Wobei das Wissen sehr speziell sein müsste, wenn man es wirklich oft weiß. Ne? Also grundsätzlich geht es eher ums Erraten und ums Einschätzen als ums Wissen, würde ich sagen. Also da sind ein paar Fragen bei, die man auch durchaus wissen kann. Gebe ich zu. In der Regel weiß man es nicht. Also wissen kann, ist okay. Also jetzt mal bei der Butter bei den Fischen. Ne? Also ich halte meine Allgemeinbildung für nicht so schlecht. Aber hier sind wirklich Fragen drin, da habe ich null Ahnung von. Ja, also wirklich, das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Und Umtata ist ja tatsächlich ein Synonym. Und ich möchte einfach mal, um mal zu gucken, wie das funktioniert, einfach mal eine Frage stellen. Möchtest du das auf die Zuschauer wirken lassen? Ja, ich möchte es auf die Zuschauer wirken lassen. Und zwar, die Armee von Umtata hatte weniger Mitglieder als das Nationalorchester. Diese Frage lassen wir jetzt einmal so kurz so im Raum stehen, legen sie zur Seite und werden sie am Ende der Folge beantworten. Ja, das werden wir tun. Denk mal drüber nach und guck mal, ob ihr es bis zum Schluss beantworten könnt. Wie es jetzt weitergeht mit dem Frage-Antwort-Spiel und so weiter, erklären wir euch jetzt. Genau, wir befinden uns nämlich in Europa. Also die Antwort liegt in Europa. Definitiv immer. Nur die Frage, wo? Die Frage, die man sich stellen kann, liegt in Nordeuropa, in Südeuropa oder in Osteuropa? Gibt es auch Westeuropa? Ja, gibt es auch Westeuropa. Ja, auch. Verrückt, ich glaube, es ist komisch gewesen, wenn es das nicht gegeben hätte. Oder, ihr seht auch eine lustige Europakarte, die irgendwie komisch in Farben unterteilt ist. Genau, liegt die Antwort eher so im orangenen Teil Europas, im lilanen, im grünen oder im gelben Teil Europas? Und dazu gibt es auch noch so lustige Räder und die haben die gleichen Farben. Und auch noch die gleichen Regionen. Das ist ja ein Zufall, ne? Ja. Ja. Aber bevor wir dazu kommen, wir haben euch die Zahlen, Daten, Fakten noch vorenthalten. Heitaitai. Das Spiel ist vom Moses Verlag, der ja durchaus bekannt ist für gute und kurzweilige Rätselspiele. Das ist richtig. Ist ab 12 Jahren für 2 bis 5 Spieler und dauert so circa 25 Minuten. Ja. Und jetzt, wenn wir natürlich diese Frage gestellt haben, müssen wir als Spieler uns jetzt überlegen. Wir sehen ja hier die ganzen Länder. Also eins von den Ländern ist es auf jeden Fall. Ja. Und dann müssen wir halt schauen. Wir legen es euch mal in die Sidecam. Welche Farbe hat das Land? Also wir müssen uns für ein Land entscheiden. Wir müssen entscheiden, welchem Teil Europas, Ost, West, Nord, Süd, das liegt. Und welche Farbe es möglicherweise hat. Wir müssen das Land gar nicht genau bestimmen. Aber eigentlich tun wir es ja, wir grenzen es sehr hart ein, wenn ich sage, es liegt im Osten und es ist orange. So, dann würde jetzt hier zum Beispiel... Das halt Russland sein. Polen sein. Polen oder Rumänien. Wenn ich sage, also eins von denen, da gibt es mehr Bläser als Soldaten, ne, dann würde ich das so heimlich, verdeckt vor mich liegen. No, und ich würde zum Beispiel sagen, ach nee, das ist aber eher... So, bevor wir das jetzt auflösen, stoppt mal das Video. Ne? Wir halten euch mal die Karte hier rein. Ist das die ganze Karte?
Und bevor wir das auflösen, schreibt doch jetzt mal in die Kommentare, was ihr glaubt. Nord, Süd, Ost, West und welche Farbe. Und dann gucken wir gleich mal, wie viele Leute das am Ende richtig haben. Wir lösen es gleich auf und dann gucken wir mal. Schreibt es einfach durch den Gefallen, stoppt es und ich lese es gleich vor. Wir halten das nochmal genau rein und dann guckt mal, kommt ihr drauf oder kommt ihr nicht drauf. So haben wir, glaube ich, alles drauf. Und dann werten wir aus, wie gut wir waren. Und dann kennt ihr schon die Regeln des Spiels. So. Ansonsten, was zu der Karte noch zu erklären gibt, hier ist halt unsere Siegpunktanzeige. Und ihr seht schon, es fängt bei 0 an. Und wer als erster 16 Siegpunkte errungen hat, der hat gewonnen. Wie kriege ich Siegpunkte? Das machen wir ich jetzt. Ich habe ja hier meine Region eingestellt. Die decken wir jetzt einfach mal auf. Genau, wir haben jetzt Region eingestellt. Genau. Ich habe gesagt, habe ich ja eben schon gesagt, liegt im Osten und Orange. Und ich habe gesagt, es liegt im Norden und Grün. So. Jetzt wollen wir mal schauen, welche Armee von die Armee von Untata weniger Mitglieder als das Nationalorchester hat. Die Lösung ist Monaco. Die 116 Mann starke fürstliche Carabinierskompanie wird nur für den Schutz des Fürsten sowie für Repräsentationszwecke eingesetzt. Gibt aber noch ein bisschen Allgemeinbildung. Also, die Lösung wäre hier Monaco. So, was ist Monaco? Wo liegt Monaco? Ich gucke gerade, also eigentlich müsste es ja tendenziell Süden sein, aber ich glaube, es liegt noch auf der Karte mit im Westen. Ja, da haben wir Monaco. Monaco liegt im Westen. Monaco wäre also West und Grün gewesen. So, dann im Westen haben wir es beide nicht vermutet. Gibt es also keine Punkte für. Genau, und dann war es das auch mit Punkten, weil wenn ich schon die Region falsch habe, dann ist es leider so, dass ich gar keine Punkte habe. Ja. Hätte ich jetzt nicht Nord und Grün gesagt, sondern West und Grün, dann hätte ich erstmal den Punkt für den Westen gekriegt und dann auch noch den Punkt für Grün, weil Monaco nun mal grün eingefärbt ist. Dann hätte ich schon mal 2 Punkte bekommen. So, es gibt noch eine dritte Möglichkeit, wie ich Punkte machen kann, die ein bisschen witzig daherkommt. Und zwar, dafür müssen wir einmal ein bisschen umpacken kurz. Ja. Das ist die Umbaupause, mehr keiner. Also, ich bin mal gespannt, übrigens, während er hier sucht, muss ja mal sagen, ich bin mal gespannt, wie viele Leute von euch das jetzt wirklich hier richtig in die Kommentare geschrieben haben. Genau, nicht fuschen, aber einfach mal reinschreiben, wenn ihr... Ja, habe ich ja eben schon gesagt, das Video stoppen, ne? Und dann, aber gucken wir mal, wie viele es hatten. Richtig wäre jetzt also gewesen, um das nochmal klar zu sagen, Westen und Grün. Und Grün. Und ihr seht also, wenn man diesen Karton ausräumt, die Kartonunterseite, dann hat man so lustige Pfeile, die in die Mitte zeigen und ein großes Tata, ich weiß das. Das hat folgende Bewandtnis. Wenn ich mir absolut super sicher bin, wo Untata liegt und das genau benennen kann, dann sage ich Tata, ich weiß das und schmeiß meine Scheibe da rein. Warum muss ich die da reinschmeißen? Können ja auch theoretisch 2 Leute wissen, wer halt oder wo Untata genau liegt. Und derjenige, der als erster die Scheibe da reingeschmissen hat, also die unten liegt, die ist dann quasi diejenige, die das beantworten darf. Wer hat es denn vorher blamiert? So, und dann ist es natürlich so, dass halt alle erstmal ihre Scheiben einstellen und dann derjenige, der behauptet, dass er es weiß, dann als erster sagt, ja, das ist hier in Russland zum Beispiel. So. Genau. Und also, hätte ich jetzt Russland gesagt, bei der Frage, hätte ich mich ziemlich blamiert. Richtig. So, und weil das so schön war, machen wir jetzt noch einen. So, komm, gib mal her, ihr spielt mit. Wir machen jetzt noch einen für das Video und danach ist auch gut. Dann haben wir euch das Spiel hier noch vorgestellt. Ich ziehe mal eine Karte. Also, ne, wenn wir das vorgelesen haben, die Karte könnt ihr sehen, wir blenden die Sidecam ein. Also, die Frage ist, für eine Razzia wird in Umtata das deutsche Wort Blitz verwendet. So, ich gucke jetzt auch nicht. Ich gucke jetzt auch mal, wie das hier so alles aussieht. So. Ich habe eine Idee. Ich auch. Alles klar. Dann habt ihr es auch? Ich werde es jetzt auflösen. Also wenn ihr es noch nicht wissen wollt oder noch überlegt, dann drückt noch Stopp. Lasst euch die Karte rein. Ansonsten kommt jetzt die Lösung. Wir drehen unsere schon mal um. Ich habe West und Grün gesagt. Ich auch. Oh, witzig. Okay, dann wollen wir mal schauen. Warte. Wenn ich jetzt Untata gesagt, also hier Tata, ich weiß, das gesagt hätte, hätte ich jetzt die Schweiz benannt. Habe ich aber nicht.
Witzig, ich habe auch in die Schweiz gedacht. Meine Damen und Herren, es ist Italien. Nein. Das heißt, das Wort Razzia hingegen kommt aus dem Arabischen, bedeutet Raubzug. Okay, haben wir noch was gelernt. Aber Arabien... Was so geil ist, weil wir beide mit Sicherheit dran gedacht haben, dass Razzia doch garantiert ein italienisches Wort ist, oder? Ja. Okay, ganz toll. Ne? So, also, gucken wir mal. Italien liegt interessanterweise nicht im Westen Europas, sondern im Süden und schon ist überall raus. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute von euch Italien oder Süd und Lila hatten. Ne? Die hätten jetzt auf jeden Fall 2 Punkte gemacht. So, jetzt habt ihr sogar mitgespielt. Ne? Das könnte man übrigens mal als... Ach, witzig, das könnte man vielleicht mal so als Live-Let's-Play machen. Mal. Wenn ihr darauf Bock habt, schaut das mal rein. Dann können wir mal so ein Live-Let's-Play machen. Dann spielen wir gegen euch hier... Geil, dann spielt man gegen den Chat. Ja, dann spielen wir gegen den Chat hier gegen euch, wo genau liegt Umtalt da oder so. Also das ist... das finde ich geil. Oh, also wenn ihr dazu geile Bock, Idee. Wenn ihr dazu Bock habt, dann schreibt uns das mal rein. Das machen wir auf jeden Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein sehr witziger Abend, Nachmittag, wie auch immer wir das gestalten werden, mit euch sein wird. Gut. Und jedes Mal, wenn man es falsch hat, muss man kurzen trinken. Oh, dann brauchst du immer am Wochenende. Mhm. Ja, alles klar. Ansonsten, ich weiß das, was man alles so rufen kann. Das war das Spiel von Moses. Ich hoffe, es gefällt euch. Vielleicht können wir es mal alles zusammenspielen. Wäre witzig. Und, ich würde mich auch freuen, auf jeden Fall. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde uns freuen. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo dalassen und die Glocke drücken, damit ihr das nächste Video nicht verpasst und vielleicht auch unser Live-Let's Play nicht verpasst. Alles klar. Dann würde ich sagen, haut rein. Habt eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao. Tschüss.